die Liebe der Jünger untereinander und der Hass der Welt. Der Herr Jesus spricht in Johannesevangelium Kapitel 15, Verse 12 bis 27, lesen wir das. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf ein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Oder auflauern, kann man auch übersetzen. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Wort des lebendigen Gottes. Nun, die Situation ist so, dass sich die Bibelwoche über die Abschiedsreden unseres Herrn Jesus halten konnte bis Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 1 bis 11. Danach musste sie abgebrochen werden infolge der Corona-Seuche, etwas, das wir noch nie erlebt haben. Das ganze öffentliche Leben ist stillgelegt. Ich bin jetzt zu Hause und nehme in meinem Büro den Rest der Bibelwoche auf mit des Herrn Hilfe, praktisch allein hier sitzend. Aber ich habe geistig die Gemeinde, die Zuhörer vor Augen. Und so, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, grüße ich euch herzlich im Namen des Herrn Jesus Christus. Und ich möchte nun kurz noch diese Bibelwoche abschließen und das Wesentliche, das Gott mir schenkt, dazu sagen. Nicht in der Ausführlichkeit, vielleicht wie dort, aber so, dass praktisch das Wesentliche durch den Heiligen Geist noch gesagt werden darf, mit Gottes Hilfe. Herr Jesus, hilf du bitte, erleuchte mich, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass du hier uns viel gesagt hast von deiner Liebe, aber auch vom Hass der Welt. Herr, lass uns in deiner Liebe wandeln, von deiner Liebe leben, gerade auch jetzt inmitten einer schrecklichen Krise, die die ganze Menschheit hier ergriffen hat, dass du viele noch dich offenbarst als der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und du, Gott, bist die Liebe, die wahre Liebe, die sich hingibt, um uns zu erlösen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Vers 12 lesen wir, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Der Herr Jesus sagt nicht, bitte, bitte, liebt doch einander, sondern er sagt, das ist mein Gebot. Ein wahrer Jünger und eine wahre Jüngerin des Herrn Jesus wird darin erkannt, dass sie einander lieben, dass sie die Liebe erwidern, die der Herr Jesus uns geschenkt hat. Denn es ist die völlige Liebe, die Agape, die ihr Leben hingibt für die Freunde, aber auch bereit ist, die Feinde zu lieben. Hier ist der Aufruf an die Jünger, an die Nachfolger Jesu, einander zu lieben. Wie viel Streit, Zwietracht, Hass und Neid gibt es zwischen Christen, auch zwischen Gemeinden. Manchmal ist es berechtigt, wo Irrlehren sind, dass wir da nicht zusammenarbeiten können. Aber da, wo wirklich Menschen wiedergeboren sind durch den Geist Gottes,
Da sollten wir sie lieben als unsere Brüder und Schwestern, auch wenn manches vielleicht unterschiedlich ist. Natürlich wollen wir uns immer wieder vom Wort her korrigieren lassen. Deshalb gibt es keine Liebe ohne Wahrheit. Und deshalb brauchen wir auch biblische Klarheit. Liebe und Wahrheit sind miteinander verbunden. Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ich möchte dazu ein Beispiel bringen des indischen Evangelisten Sadhu Sundar Singh. Er lebte 1889 bis 1929. Sadhu Sundar Singh berichtet in seinen Schriften Folgendes. Als ich einst mit einem Tibetaner im Gebirge im Schneesturm wanderte, sahen wir einen Mann, der den Abhang hinuntergestürzt war. Ich sagte, wir müssen hingehen und ihm helfen. Aber mein Begleiter erwiderte, niemand kann von uns verlangen, dass wir uns um ihn bemühen. Wir sind doch selber in Gefahr, umzukommen. Sundar Singh erwiderte, wenn wir schon sterben müssen, dann ist es doch besser, wir sterben im Dienst an anderen Menschen. Aber der Begleiter wandte sich ab und ging seines Wegs. Sundar Singh berichtet, ich aber stieg zu dem verunglückten Mann hinunter, hob ihn mühsam auf meine Schultern und trug ihn bergan. Durch diese Anstrengung wurde mir warm und meine Wärme übertrug sich auf den durchgefrorenen Verunglückten. So wurden wir beide vor dem Erfrieren bewahrt. Nach einiger Zeit fand ich meinen früheren Begleiter wieder. Er lag im Schnee. Übermüdet wird er sich wohl hingelegt haben und war erfroren. Da verstand ich Jesu Wort in Johannes 12, 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Das ist ein schönes Beispiel, wo ein Bruder im Herrn bereit war, sein Leben hinzugeben für einen wildfremden Menschen. Und wie viel mehr unsere Freunde, wie sollen wir uns für sie einsetzen, für sie da sein, wenn sie uns brauchen. Ein Geben und Nehmen, aber auch die Bereitschaft, sogar das Leben hinzugeben. Hier hatte Sadhu Sundar Singh für einen Fremden getan. Und er wurde gerettet, beide wurden gerettet, aber der nur an sich dachte, er ging verloren. Deshalb, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hat der Herr Jesus getan. Er gab sein Leben am Kreuz auf Golgatha für dich und mich, damit wir ewiges Leben haben. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, sagt der Herr Jesus, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Das Tun wird hier betont. Wir kennen am Ende der Bergpredigt das Gleichnis oder Bildwort vom Haus auf dem Sand und Haus auf dem Felsen. Wer sein Haus auf Sand baut, das ist einer, der das Wort Gottes zwar hört, aber nicht danach lebt. Wer das Haus auf den Fels baut, der lebt auch danach, der tut den Willen Gottes. Was ist das für ein erbärmliches Christsein, wenn wir sagen, wir sind Christen, aber wir leben nicht nach dem Wort Gottes. Wir gehorchen dem Herrn nicht. Wir leben so weiter wie zuvor, haben die Welt lieb und leben genauso wie die Weltmenschen in ihrer Verlorenheit. Was ist das für ein schreckliches, falsches Zeugnis im Unterschied zum richtigen, rettenden Glauben, der auch ein Glaube ist, der Werke hat. Nicht Werke, um erlöst zu werden, sondern gute Werke, weil wir erlöst sind durch den Herrn Jesus Christus. In Vers 15 sagt der Herr Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Der Knecht ist ein Sklave, er gehorcht einfach seinem Herrn oder auch nicht, manchmal widerwillig, manchmal freudig. Aber wenn wir die Freunde des Herrn Jesus sind, dann sind wir von ihm gewürdigt in eine ganz besondere Stellung. Nicht so, dass wir jetzt auf gleicher Ebene mit ihm, mit dem Sohn Gottes stünden, so wie ein kumpelhaftes Missverständnis des Christseins, sondern so, dass er wirklich sich freut an uns, freundlich zu uns ist und auch wir uns an ihm freuen und freundlich ihm dienen, mit Freude im Herzen. Der Unterschied ist doch, wenn mich jemand zwingt, etwas zu tun, dann tue ich es nur, weil ich es tun muss. Wenn ich aber denke, es ist mein Freund, dann bin ich doch bereit, alles für ihn zu geben. Genauso in der Ehe, für meine Frau, da sollte ich bereit sein, mich wirklich ganz hinzugeben, sie von Herzen zu lieben, alles für sie zu geben. Auch für die Kinder und auch für die Freunde. Und welche Würdigung
dass der Herr, der allmächtige Gott, der Sohn Gottes, uns hier Freunde nennt. Es ist eines der größten, eine der gewaltigsten Stellen, die wir hier lesen im Neuen Testament. Vers 16. Der Herr spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Es wird viel Geheimnis gemacht um diese Frage der Erwählung. Es werden ganze Lehrsysteme aufgebaut. Die einen sind erwählt, die anderen verworfen. Nun, ich bin der Meinung, wir sollten hierzu nicht mehr sagen, als das Wort Gottes selber sagt. Etwa im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, da geht es um die Erwählung und Verwerfung Israels. Es werden Beispiele genannt, Jakob und Esau, der Pharao und auch andere Beispiele. Ich verstehe das so, dass Gott denjenigen erwählt, von dem er vorausweiß, so wie es in Römer 8 und 9 steht, dass dieser Mensch sich bekehren wird und die geistliche Wiedergeburt erfahren wird. Der ist erwählt. Es ist aber nicht so, dass Gott einfach sagt, du bist erwählt, du bist verworfen und der Mensch keine Verantwortlichkeit oder Entscheidungsfähigkeit hat. Wenn wir uns entscheiden für oder auch manche Leute gegen Jesus, dann ist es ihre eigene Schuld. Und es wird keiner unschuldig in der Hölle sein, sondern nur wer selber den Herrn Jesus bewusst und willentlich verworfen hat. Wer aber den lebendigen, einzigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde verehrt und durch seinen Sohn Jesus Christus Erlösung erlangt, durch den Tod am Kreuz auf Golgatha, auch im alten Bund in der Erwartung seines Opfers und im neuen Bund nach der Erfüllung des Opfers, der wird Zugang haben zur himmlischen Herrlichkeit. Diese Erwählung dürfen wir einfach so annehmen, dass wir sagen dürfen, ja, wir haben zum Glauben gefunden, der Herr hat uns erwählt, aber wir wollen nicht herabschauen auf die Menschen, die noch ferne von ihm sind. Wir wollen sie einladen, vielmehr durch die Evangelisation, Mission, Predigt des Wortes Gottes, dass auch sie zum lebendigen Herrn finden. Das ist unser Auftrag und nicht hier verschiedene Gruppen von Menschen einzuteilen. Und wenn der Herr uns erwählt hat, dann sind wir dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen und dass die Frucht bleibend ist. Keine vergängliche Frucht, sondern bleibende Frucht, die in die Ewigkeit hinein trägt. Und der Vater wird uns das dann geben, steht hier, was auch immer wir ihn bitten werden, in Jesu Namen. Nicht im eigenen Namen, nicht im Ungehorsam irgendetwas bitten, was vielleicht sogar Sünde ist, was Egoismus ist, sondern gemäß dem Wort und Willen Gottes. Dann wird Segen darauf liegen, dann wird es der Herr erhören. Wenn ich zum Beispiel bete, so wie es am Volksmund manchmal gesagt wird, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an, dann ist es ein Gebet vom Teufel. Es hat nichts mit Gottes Willen zu tun, wo er ja will, dass wir einander lieben sollen. Nein, wir sollen beten, dass Gott segnet, die uns fluchen, Gutes erbitten über die, die uns verfolgen und beleidigen, damit auch sie umkehren. Das ist ein Gebet im Einklang mit dem Wort Jesu, etwa in der Bergpredigt. Und dann wiederholte Herr Jesus und fasst zusammen in Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Nun geht das Kapitel zu Ende mit dem Hinweis auf den Hass der Welt. Der Herr Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ich habe lange nicht verstanden, wie das überhaupt möglich ist. Gott, der Liebe ist, der Sohn Gottes, der die Liebe verkörpert durch die Hingabe seines Lebens für uns, er wird gehasst und verfolgt. Unverständlich, unbegreiflich. Warum trotzdem dieser Hass der Welt? Nun, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Fürst dieser Welt der Satan ist, der Teufel. Und der Teufel inspiriert viele Menschen. Er sagt ihnen, genieße dein kurzes Leben hier und jetzt, danach kommt sowieso nichts mehr, keiner wird dich zur Rechenschaft ziehen und sie wollen ihr Leben ausleben, in Sünde und in Verlorenheit enden sie. Und diese Menschen, die im Griff Satans sind, bewusst oder unbewusst, denn jeder, der nicht auf der Seite Jesu steht, ist automatisch auf der Seite des Teufels, es gibt keine Neutralität. Alle solche Menschen hassen diejenigen, die Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Jesus wurde vorher gehasst.
Er hat ihnen den Spiegel vorgehalten ihrer Verlorenheit, hat aber ihnen auch das Heil angeboten, das in ihm selber sich erfüllt hat in seiner Kreuzigung und Auferstehung. Aber sie wollten es nicht hören, viele nicht. Aber es gab auch eine Schar derer, die den Herrn erkannt haben, den Herrn Jesus, als den gekommenen Messias, den Christus, und ihm nachgefolgt sind. Und bis heute folgen ja viele Christen dem Herrn Jesus nach. Wir wollen nicht traurig sein, wenn wir gehasst werden. Es ist eher eine Ehrenauszeichnung, dass wir ganz auf der Seite des Herrn Jesus Christus stehen. Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Hier haben wir die Erklärung. Die Welt liebt das ihre, das genauso sündig und verloren ist wie die Welt. Mit der Welt ist hier nicht die gute Schöpfung Gottes gemeint, sondern die gefallene Welt, die der Sünde unterlegen ist. Alles, was hier gottfeindlich ist, Entschuldigung, und einfach gegen Gott und seinen Willen steht. Ja, wir sind als Christen zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und daher werden wir gehasst und verfolgt, viele von uns bis zum Tod. Aber hier steht auch, der Herr hat uns aus der Welt heraus erwählt. Wir sind bereit, ja bestimmt für das Himmelreich und hoffentlich auch bereit dazu. Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure Acht haben. Nun, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn der Herr Jesus verfolgt wurde, verspottet, angespuckt, gegeißelt, geschlagen, ans Kreuz genagelt, dann, warum soll es uns dann besser gehen als seinen Jüngern? Es gibt so die falsche Lehre, dass gesagt wird, wenn du Christ geworden bist, dann bist du immer Folge 7, das geht ja immer gut, du bist immer happy. Aber das ist eine Lüge. Natürlich geht es uns gut, wir haben Vergebung der Sünden, wir haben den Sinn des Lebens im Herrn Jesus, wir haben eine ewige Hoffnung, wir haben wirkliche Freude, auch im Leide. Aber es ist uns nicht gesagt, dass wir nicht verfolgt würden. Im Gegenteil, weil ja die Welt sich nicht bekehrt hat in Gesamtheit, nicht jeder Mensch sich bekehrt hat. Deshalb hassen die ungläubigen Menschen die Gläubigen. Aber wir als die Gläubigen sollen sie nicht hassen, sondern für sie beten, dass auch sie gerettet werden und für sie beten, dass sie umkehren und sie lieben mit der Retterliebe Jesu Christi. Etwa indem er ihnen die frohe Botschaft weitersagen und weitergeben, etwa in Form von christlichen Büchern, Schriften, Traktaten und CDs. Haben sie mich verfolgt, sagt der Herr Jesus, so werden sie auch euch verfolgen. Und wir haben im 20. und 21. Jahrhundert die größten Christenverfolgungen aller Zeiten erlebt. Viele Millionen Christen wurden verfolgt, auch in diesen Jahrzehnten, die letzten Jahrzehnte. Und nach der Statistik stirbt ungefähr, man kann es ja nur schätzen, alle 5 Minuten ein Christ in der Hingabe seines Lebens für den Herrn Jesus Christus, auch jetzt in der Gegenwart. Wir wollen beten für unsere verfolgten Geschwister. Und wir wollen festbleiben, wenn auch hier bei uns im ehemals christlichen Abendland Verfolgung kommt. Und das ist nicht unwahrscheinlich, denn es gibt immer mehr unbiblische, ja sogar antichristliche Gesetze, gerade auch was Mission angeht, was ethische Werte angeht, was Ehe und Familie angeht. Und da können wir nicht an alles uns halten, sondern nur, soweit es mit Gottes Wort nicht im Widerspruch steht. Wir müssen, wenn Gesetze gegen Gottes Wort stehen, Gott mehr gehorchen als den Menschen, Apostelgeschichte 5. Aber grundsätzlich sind wir der Obrigkeit untergetan, Römer 13. Vers 21. Der Herr sagt aber, das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Seht ihr, man muss unterscheiden, ob man verfolgt wird, um des eigenen Namens willen. Wenn man etwas Böses getan hat, dann kommt die Strafe zurecht. Aber wenn wir verfolgt werden um des Namens Jesu willen, weil wir ihn bezeugt haben, weil wir ihm gehorchen, weil wir bei der Gottlosigkeit dieser Welt nicht mitmachen möchten, dann liegt Segen darauf. Es wird uns im Himmel reichlich belohnt werden.
lesen wir im Neuen Testament. Sie tun das um des Namens Jesu willen, weil sie den nicht kennen, der den Herrn Jesus gesandt hat. Sie sagen zwar, sie seien fromm und religiös, aber sie kennen nicht den wahren Gott, weil sie seinen Sohn ablehnen. Das hängt eng zusammen, untrennbar zusammen. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine untrennbare Einheit. Vers 22. Der Herr sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wissen bringt Verantwortung mit sich. Der Herr Jesus ist gekommen, er wurde bezeugt vom Vater, er wurde bezeugt durch seine vollmächtigen Worte und Taten, Wunder und Zeichen. Und man konnte nicht behaupten, dass er nicht vom Vater kommt. Denn kein Mensch zum Beispiel hat einen Blindgeborenen geheilt. Kein Mensch konnte einen Toten auferwecken wie den Lazarus, der schon am vierten Tag im Grabe lag, wo die Verwesung schon eingesetzt hatte. Und Gott hat ja einen Neuschöpfungsprozess eingesetzt. Das konnte nur Gott tun, durch seinen Sohn. Und deshalb haben sie Sünde, weil die Menschen, die die Augen zuschließen, gewaltsam zuschließen vor dieser gewaltigen Botschaft, die sind vor Gott schuldig. Vers 23. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hier wird ganz klar gesagt, Vater und Sohn sind eins und auch der Heilige Geist, von dem wir gleich noch hören werden. Deshalb kann man nicht behaupten, ich liebe Gott und ich hasse Jesus Christus. Vater und Sohn gehören untrennbar zusammen und ebenso der Heilige Geist. Sie sind eine Einheit und wir können Gott nur als dreieinigen Gott anbeten. Denn wer den Sohn hasst, der hasst auch den Vater. Wer aber den Sohn liebt, der liebt auch den Vater. Und das ist die große Anfrage an alle Religionen, die von einer Gottheit reden, aber den Sohn Gottes, Jesus Christus, nicht anerkennen, nicht anbeten. Die Frage etwa, wie steht hier der Islam? Wie stehen die liberalen Theologen, die die Gottheit oder auch schon Jungfrauengeburt Jesu bestreiten? Wie stehen die Zeugen Jehovas, die von einem Erzengel Michael reden, aber den Sohn Gottes nicht anerkennen, als wirklichen Gott? Wer mich hasst, sagt der Herr Jesus, der hasst auch meinen Vater. In 1. Johannes 5 steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Vers 24. Der Herr Jesus spricht, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Der Herr Jesus wurde beglaubigt durch seine vollmächtige Botschaft und auch die Werke, wie ich schon gesagt habe, die großen Zeichen und Wunder, die er durch Gottes Macht getan hat. Da er der Sohn ist, wohnte die Macht Gottes in ihm und wohnt auch in ihm bis in alle Ewigkeit. Kein anderer hat solche Wunder getan, die ich schon erwähnt habe, die Heilung eines Blindgeborenen und die Auferweckung von Toten, darunter eines Toten, der schon 4 Tage im Grab lag und bei dem der Verwesungsprozess schon eingesetzt hatte. Aber sie haben die Sünde, weil sie ihn ablehnen, trotz seiner ihn beglaubigenden Werke. Sie haben es gesehen und hassen doch sowohl den Herrn Jesus und damit aber auch seinen Vater. Das richtet sich gegen die jüdische Oberschicht damals, die ungläubig war. Nicht alle, es gab Ausnahmen, Nikodemus und Josef von Arimathea etwa. Aber die Mehrheit, weil sie neidisch auf ihn waren und ihn einfach nicht anerkennen wollten. Und daher liegt die Sünde auf ihm. Sie liegt auch auf jedem Menschen, der die frohe Botschaft von Jesus Christus gehört hat und den Herrn trotzdem ablehnt. Wo stehen Sie? Wo stehst du? Hast du den Herrn Jesus angenommen, anerkannt als seinen Herrn und Schöpfer und Erlöser? Oder bist du ferne vom Reich Gottes? Vers 25. Dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Das lesen wir in Psalm 69, Vers 5. Hätten sie einen Grund gehabt, den Sohn Gottes zu hassen, dann wären sie frei von der Schuld. Aber er war völlig unschuldig. Er hat nie etwas Böses getan, kein böses Wort, keine böse Tat, auch nicht einmal ein böser Gedanke, weil er vollkommen ist
und trotzdem hassen sie ihn und dadurch werden sie schuldig. Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich vom Vater euch senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Der Herr Jesus steht unmittelbar vor seiner Kreuzigung und danach folgt die herrliche Auferstehung. Aber danach wiederum die Himmelfahrt 40 Tage später und nochmal 10 Tage später, also 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu und 50 Tage nach der siegreichen Auferstehung, folgt Pfingsten, die Sendung des Heiligen Geistes, der dritten Person der göttlichen Dreieinigkeit. Er wird hier genannt der Parakletos, der Herbeigerufene, der Tröster oder Beistand oder Helfer. Er hat viele Namen, er wird auch als der Geist der Wahrheit bezeichnet, im Unterschied zu den vielen Geistern in dieser Welt, dämonischen Mächten, die dem Vater der Lüge unterstehen, dem Teufel. Der Geist der Wahrheit dagegen gibt Zeugnis von Jesus Christus, dass er wirklich der Messias ist. Der Geist der Wahrheit schenkt den Jüngern, den Aposteln, die heiligen Schriften des Neuen Testamentes, die sie unter seiner Inspiration fehlerfrei niederschreiben, durch Verbalinspiration, Personalinspiration und Realinspiration. Wie wunderbar, dass der Herr Jesus das alles vorausgesagt hat. Deshalb wird der Geist der Wahrheit von Jesus Zeugnis geben. Keine Lüge, kein Fehler findet sich in den heiligen Schriften, die vom Geist Gottes inspiriert sind. Vers 27, da wird das genau dann konkret vorausgesagt. Auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Sie haben dieses Zeugnis gegeben als Augenzeugen des Lebens, des Leidens, Sterbens und der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi. Sie haben dieses Zeugnis gegeben durch mündliche Verkündigung, indem sie durch die Länder der Erde gereist sind und die frohe Botschaft weitergesagt haben. Sie haben dieses Zeugnis aber auch gegeben durch die Niederschrift des Neuen Testaments. Und so sind wir dankbar und blicken zurück auf diese wunderbare Offenbarung, die der Herr Jesus schenkt durch seinen Heiligen Geist. Möge Gott jeden Hörer und jede Hörerin reichlich segnen. Amen. Wir wollen beten. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus beten wir dich an und rühmen deinen heiligen Namen. Wir danken dir, dass du dies den Unmündigen geoffenbart hast und die, die sich selber für weise halten, ihr Herz ist verblendet. Und so bitten wir dich, nimm den Stolz weg bei den Menschen, die dich ablehnen, dass doch viele dich noch erkennen und umkehren zu dir. Lass auch uns nicht stolz sein, sondern demütig, dein Wort so zu empfangen, wie du es aufgeschrieben hast, dass wir uns niemals über dein heiliges Wort stellen, sondern unter dein Wort und dadurch reich gesegnet werden. Herr, lass uns vor allem in deiner Liebe wandeln, dass wir dich wieder lieben, der du uns zuerst geliebt hast, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dass wir auch die Feinde lieben mit der hingebenden Liebe, die du geschenkt hast, denn wir alle waren von Natur aus Feinde Gottes, aber du, Herr Jesus, hast uns zu deinen Freunden gemacht und es gibt nichts Größeres. Wir loben dich und beten dich an. Amen.